Ja, willkommen zum letzten der drei Teile zum Thema künstlicher Horizont, also unserer Trilogie. Wir haben bis jetzt unseren künstlichen Horizont so weit erstellt, dass er angezeigt wird und dass er dreht. Jetzt müssen wir ein bisschen warten. Genau, jetzt. Und zwar sehen wir ihn jetzt gleich. Wo ist er? Weiß nicht, was der Rechner im Hintergrund macht, aber momentan ist er ein bisschen langsam. Egal. Hier sehen wir ihn. Er läuft im Prinzip mit unserem Horizont. Was jetzt aber noch fehlt, ist, ihr seht, oben und unten schwappen noch die Bilder raus. Das müssen wir unterbinden. Und dieses Nicken, das muss er entsprechend auch anzeigen. Also müssen wir noch ein wenig Hand anlegen. So, jetzt schauen wir mal. Horizon Control, da sind wir. Wir sind so hier in unserer Move Horizon Methode. Dort müssen wir jetzt noch ein paar Sachen zusätzlich realisieren. Und zwar fangen wir mal an. Wir brauchen jetzt noch ein paar Variablen. Zum einen brauchen wir die Anzahl der sichtbaren Tiles, private static file int. Das brauchen wir, um entsprechend immer festzulegen, welche der Tiles wir eben ausblenden. Visible number of Tiles, das müssten sowas 6 circa sein. 6 können wir ohne Probleme anzeigen. Dann brauchen wir eine private int. Heißt Teil-ID, damit wir immer festlegen können, welches halt, so, welche Teil wir ganz oben anzeigen und dann natürlich auch die Lowest Teil, ne? Teil-ID. So, dann brauchen wir noch etwas und da gehen wir jetzt mal ganz kurz. So, dann schauen wir uns das hier mal an. Und zwar, der Horizont wird im Hintergrund rauf und runter geschoben. Und die Größe oder die Strecke, die rauf und runter geschoben wird, ist sozusagen der Shift vom Center. Deswegen nennen wir die Variable auch Private Float Center Shift. Okay. Eine Sache werden wir jetzt noch brauchen, und zwar ein Translation Vektor. Dieser Translation Vektor soll uns das Nicken eben auch darstellen. Also Vektor 3f und das ist die Horizon Translation ist gleich New Vector 3f. So. 3f. Translation. So. Und den berechnen wir jetzt als allererstes mal. Mach mal so einen Blödsinn, mach mal das. Hier müssen wir es machen können. So. Horizon Translation.x ist gleich. So, das ist jetzt ein ordentlicher Kaventsmann geworden. Schauen wir uns das jetzt nochmal an. Und zwar Schritt für Schritt. Also, wir haben in x-Achse die Mittelposition. Je stärker mein Flugzeug nickt, umso mehr muss sie ausgedehnt werden. Also umso mehr muss ich jetzt mein Element verschieben. Das Ganze muss aber mit meinem Horizon Vektor multipliziert werden. Das heißt, nur wenn mein Horizon Vektor, schauen wir hier nochmal rein, dieser Horizon, hoppla,
dieser Horizon-Vektor wirklich in die Richtung guckt. Das heißt, das komplette Instrument dreht sich. Nur dann muss ich hier entsprechend auch in die X-Achse etwas auslagern. Hier habe ich jetzt ein Multiplikator eingeführt, den ich mit der Teilhalben multipliziert habe. Darauf könnte ich zur Not auch verzichten. Da müsste ich den entsprechend etwas größer machen. Hier habe ich sozusagen noch mit der Teilheit, also mit der Höhe meines einzelnen Bildes nochmal verknüpft, damit, wenn sie sich ändert, ich hier die Translation auch noch gleich ändere. Müssen wir mal überlegen, ob wir das vielleicht in Zukunft komplett über den Movement Scale Faktor abwickeln. So, das Ganze brauche ich jetzt zweimal. Einmal für X und einmal für Y. Für Y machen wir den ganzen gleichen Kram auch. So, hier habe ich natürlich auch mein Plane Pitch, weil das ist unser entsprechend wichtiger Wert. Und hier packe ich jetzt mein Y-Wert rein. Und jetzt sage ich this Horizon Node set local translation und hier sag ich jetzt, da müsste ich eigentlich gleich den Vektor reinmachen können, this Horizon translation. Gut, dann gucken wir uns das mal an. Und jetzt sehen wir, jetzt kippt er auch tatsächlich so, wie ich es haben will. Wunderbar. Also wir sehen, wenn wir unsere Vektoren im Griff haben bei dieser ganzen Programmiererei, dann ist es auch alles kein Problem. So, das Letzte, was wir uns jetzt kümmern müssen, das ist jetzt aber auch ein bisschen das Komplizierteste an der ganzen Geschichte, das ist unsere Umschifterei. Also, wir wollen jetzt Folgendes machen. This Center Shift ist gleich fastmath.sqrt. Wir wollen jetzt den Abstand, den Abstand hier, je nachdem, wo wir uns gerade hindrehen, den Abstand vom Center aus berechnen. Na, so. Also, was tun wir? Wir machen jetzt im Prinzip nichts anderes wie den Pythagoras, also fastmathsqr. Und zwar this instrument center pos x minus this horizon translation punkt x. Plus a Quadrat plus b Quadrat natürlich fastmath.sq square. This instrument center pos y horizon translation punkt y. Warum habe ich hier so gut? Damit fangen wir an. Jetzt sage ich folgendes: Switch. Jetzt kommen wir auf genau diesen Wert zurück. Up points to. Und jetzt sage ich case left haben wir, dann haben wir
write. Down and up. Jetzt können wir unsere einzelnen Werte berechnen. Halt, was wir noch brauchen ist, das kann man hier nochmal schnell zeigen, dieses Bild, wenn das hochrutscht, dann muss die Größe verkleinert werden. Und dementsprechend werden wir eine Variable brauchen, die heißt private float visible sky image height. So. Und genau die berechnen wir jetzt. Das ist gleich this visible field border. Brauchen wir auch noch. Private float field border ist gleich 0. Und was wir auch gleich machen, private float, das ist halt visible field alert. So, was es damit auf sich hat, werden wir gleich nochmal klären. Jetzt müssen wir, wo haben wir denn den ganzen Kram hin? Können wir, ich glaube, das machen wir hier am besten. Und zwar, wir müssen jetzt unser sichtbares Feld etwas genauer spezifizieren. Das ist das Visible Field Border. Ist gleich, das ist quasi das, was wir tatsächlich sehen, also quasi dieser Abstand hier, dieser wirklich sichtbare Abstand. Und da sagen wir dazu this instrument width, hoppla, instrument width durch 3, so ungefähr habe ich das Bild dimensioniert. Und dann brauchen wir noch this visible field alert ist gleich this visible field border mal 2. Das ist quasi, wenn ein Bild oder ähnliches zu nah an diese Border dran gerät, dann muss quasi es abgenommen werden oder dieses, wenn die Grenze hier zu nah da dran geht, dann müssen wir sie reduzieren, beziehungsweise, und das wird dann auch noch ganz spannend, wenn ich das Bild hier rausschiebe, also wenn das der Horizont, probieren wir es mal, wenn der Horizont sich so weit runter bewegt, dass diese Grenze überhalb dieses Sichtfensters ist, dann müssen wir auch noch eingreifen. Dafür sind diese Werte. So, this visible field border plus, jetzt brauchen wir den absoluten Abstand sine this horizon translation, also wie weit sind wir vom Ent haben wir uns in der x-Richtung auseinander bewegt, minus this instrument center pos, das ist jetzt sine, die Signumsfunktion gibt mir 1 plus 1 oder minus 1, wenn das, das Ergebnis kleiner 0 ist minus 1, wenn es größer 0 ist plus 1, bei gleich 0 kommt 0 bei Signum raus, mal Center Shift. Das Ding hier, warum? Translation.x, okay. Das Ding gibt mir sozusagen die Richtung und das die Entfernung, die verschoben werden muss.
So, als nächstes, this lowest tile ID ist gleich highest tile ID, das müssen wir noch initialisieren. Highest tile ID ist gleich this horizon tiles.length minus 1, das ist sozusagen die höchste mögliche tile ID. So, ist gleich der Kollege hier, geteilt durch 2, minus, pum, 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 visible number of tiles. Wo sind wir? Visible number of tiles durch 2. Machen wir eine eigene Variable, da muss er nicht ständig rechnen. So, ist zwar von der Programmierschönheit nicht das Beste, aber wir wollen ja dem Rechner möglichst wenig Rechnungen zumuten, damit er noch einigermaßen performant läuft. So, jetzt wird spannend. Jetzt müssen wir Folgendes machen. Plus fastmath.sign. Das ist wieder genau die gleiche Kiste hier. Sign. Mal this center shift. Geteilt durch this Tile Height. Das ist sozusagen die Anzahl der Anzahl der Tiles, die wir sehen. So, highest tile ID. So, lowest, highest tile durch 2, int. So, warum motzt er jetzt? Habe ich das vielleicht jetzt hier als float? Nee. Warum will er das nicht? Wer kann es mir sagen? Keiner. Found float. Ich habe doch ein Typecast hier gemacht. Highest tile ID. Auch integer. Das ist ja jetzt spannend. Lowest tile ID. Das ist integer. Minus integer. Klammer auf. Typecast. Ah. So, jetzt. Klammer falsch gesetzt. So, also nochmal, die Highest Tile ID durch 2, da sind wir in der Mitte, minus die Hälfte, die wirklich sichtbar sind, das ist die Lowest Tile ID. Und jetzt verschieben wir den ganzen Kram um den Center Shift in die richtige Richtung. Und Center Shift natürlich geteilt durch die Tile Height, das heißt die Anzahl der Tiles, die in diesen Center Shift reinpassen. Das ist unsere Lowest Tile ID. Und dann können wir auch die this highest tile ID berechnen, ist gleich lowest tile, halt den da. Plus visible number of tiles. So. Das ist jetzt jede Menge gewesen. Jetzt klauen wir uns diesen ganzen Kram nochmal und nutzen den auch für write. Hoppla. Für write. Da müssen wir jetzt im Prinzip hier die Drehrichtung umkehren. Dann haben wir, was haben wir? Das müsste es eigentlich gewesen sein. Nochmal kurz nachdenken.
So, wo haben wir hier? Hier drehen wir das auch um. Dann sind wir auf rechts. Dann für Down machen wir den ganzen Kram nochmal. Müssen jetzt aber hier auf Y umsteigen, weil wir haben ja bla bla Center POS Y. Y, weil wir gehen ja jetzt in die X, in die Y-Richtung. So. Da müsste Plus eigentlich auch okay sein. Das probieren wir nachher einfach aus und gucken, ob es funktioniert. Und hier machen wir jetzt wieder unser Minus für die Richtungsumkehr. Na, das wird ja spannend, ob das alles so hinhaut. Gut, jetzt haben wir unseren Switch fertig. Und jetzt schauen wir, if this visible sky image height ist größer als this visible field alert. Das heißt, wenn unsere Höhe größer ist als das, was wir verkraften können, dann sagen wir, this visible sky image height, image shift, sorry, shift ist gleich Visible Sky Image Height minus this Visible Field Alert. Image Shift. Image Shift, Image Shift, wo ist er? Ah, den haben wir noch gar nicht. Den habe ich nur beim Spickzettel. Private and Visible Sky Sky Image Shift ist gleich 0. Das ist die Größe, wie weit wir unser Image Shift, unser Image rausschiften aus unserem aus unserer Mitte. Da geht es im Prinzip darum, dass wir es im Prinzip verstecken, wenn das Image zu groß ist. So, was haben wir noch? Na, der motzt immer noch. Image Shift, habe ich das? Na. Das machen wir natürlich in Float. Sonst wird es ungenau. So, dann Visible Sky Image Height ist gleich this Visible Field Alert. Wir maximieren das jetzt auf unsere tatsächlich sichtbare Größe. Und wenn das nicht der Fall ist, dann schieben wir hier gar nichts. Das heißt, this Visible Sky Image Shift ist gleich 0. So, jetzt wenden wir das ganze Zeug an. This Horizon Sky Punkt Set Local Translation. This Tile Width. Den müssen wir auch als Klassen- oder Instanzvariable realisieren. Wo haben wir das? Private Tile Width. Dann haben wir das Ganze auf die richtige Position geschoben. Und zwar durch 2. Müssen wir nur um die Hälfte verschieben. This visible sky image shift und z wie immer 0. Horizon sky haben wir
die Höhe, die Image Height. So, das heißt, wir haben jetzt unsere berechneten Variablen eingesetzt und gucken uns an, ob das funktioniert. So, wunderbar. Und wenn wir rübergehen, wird er auf 0 reduziert. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das heißt, das Letzte, was uns jetzt noch fehlt, ist die Anzeige der Tiles oder das Ein- und Ausschalten der Tiles. Also for int i ist gleich, na, ist gleich 0, i ist kleiner this, horizon tiles, length i plus plus. Wir gehen alle unsere Tiles durch, also unsere Bildchen. If i kleiner gleich this highest tile id und zugleich i ist größer gleich this lowest tile id. Also, wenn wir in dem sichtbaren Bereich sozusagen sind, dann this horizon tiles von i.setCul hint, also wir machen inherit, das heißt wir zeigen es an. Wenn wir nicht im sichtbaren Bereich sind, dann sagen wir horizon tiles von i.setCul hint und Punkt always. So, dadurch zeigen wir jetzt nur die an, die laut unserer IDs entsprechend passend sind. Schauen wir uns das nochmal an, ob das auch so ist. Bums. Und die werden sauber ein- und ausgeblendet. Das sieht doch jetzt mal nach einem super Horizont aus. Wer hätte das gedacht? So, jetzt müssen wir uns noch um die zwei kleinen Pfeilchen kümmern. Das ist aber nach dem, was wir bis jetzt alles durchgestanden haben, überhaupt kein Problem mehr. Wir sagen jetzt... wir haben hier einen wunderschönen Roll Rotation Point. Den machen wir Road up to this horizon up. Das war ja dieser Vektor, der immer nach oben zeigt. Das war jetzt überhaupt kein Thema. Und jetzt brauchen wir noch this horizon pitch angle. Set local translation. So, den schieben wir einfach nur nach oben und nach unten. Da müssen wir allerdings noch einen kleinen, wieder so einen Skalierungsfaktor einführen. Also, this instrument left pos x. Das ist die x-Achse. Wir haben ja unser Bildchen genauso groß wie unser Instrument, also können wir es auch linksbündig anordnen. Dann sagen wir this instrument lower pos. So. Y minus this plane pitch. Und hier führen wir jetzt noch so einen kleinen Faktor ein, den nennen wir Horizon, nee, wie nennen wir das Ding? Pitch Arrow. Darum geht's ja. Machen wir dann den? Hier. Private Static Final Int Pitch Arrow
genau. Movement Scale. Und den setzen wir hier jetzt mal auf 70. Circa. Wo sind wir, wo sind wir, wo sind wir? Genau, den Wert mal diesen Pitch-Wert. Und der bleibt 0 wie immer. Ja, wir probieren es aus. So, also unser Pfeil dreht sich, das ist schon mal wunderbar. Jetzt guck mal links auf den roten Pfeil, der schiebt sich auch rauf und runter. Und damit wäre unser künstlicher Horizont real. Ja, gefällt mir gut. Und auf der Basis werden wir, vielleicht werde ich dann ein eigenes Video mal spendieren. Mal gucken, das weiß ich jetzt noch nicht, wenn wir das Flugzeug ein bisschen einmessen. Weil was wir sehen ist, wenn wir genau auf Horizont fliegen, wir haben jetzt ein Speed von 80 sowas, dann steigt das Ding ohne Ende. Ja? Und das würde einem realen Flugzeug nicht ganz so entsprechen. Schauen wir mal. Fliegen wir mal ein bisschen runter, dann können wir ungefähr sehen, dass unser Gleitwinkel viel zu heftig ist. Also wir sind jetzt so ungefähr im Schwebeflug und wir sehen, dass das Ding die Nase ziemlich nach unten steckt. Das liegt daran, dass wir sozusagen den Auftrieb unserer Flügel viel zu hoch eingestellt haben. Da müssen wir noch ein bisschen rumdrehen, aber das werden wir ja vielleicht im eigenen Video machen oder irgendwo zwischendurch mal. Das werden wir sehen. Okay, gut. Nochmal abschließend zu dem ganzen künstlichen Horizont. Also ich erwarte jetzt nicht, dass man das sofort alles kapiert, was ich hier vorprogrammiert habe. Bei mir hat es auch ein bisschen gedauert, bis ich verstanden habe, wie man das Ganze umsetzen kann. Ob das jetzt die beste oder die eine suboptimale Art ist, das umzusetzen, weiß ich nicht. Ist mir auch egal. Entscheidend ist, dass wir hier einen Weg gefunden haben, das Ding zu realisieren. Ein bisschen muss man in Trigonometrie rein, ein bisschen muss man ja ein bisschen rumdoktern. Schaut es euch in Ruhe nochmal an und dann werdet ihr sicher auch verstehen, wie das Ganze zu realisieren ist. Ich werde jetzt noch ein paar Kommentare einführen und dann das Ganze mit den Videos hochladen und dann habt ihr den Source Code entsprechend auch bei euch, wenn ihr den euer Git sauber eingerichtet habt. Ja, bis dahin viel Spaß beim Nachbauen und bis zum nächsten Video.